Ihr habt auf dieses Video geklickt, also wollt ihr vielleicht heute schon wissen, was ihr zu Weihnachten bekommt? Das nehme ich an, sonst wäre der nicht hier. Und deswegen reden wir darüber, was ihr denn zu Weihnachten und über die Feiertage bis hin zum neuen Jahr von mir bekommt. Jetzt gibt's kein simples Gewinnspiel oder sowas, was man jetzt einfach machen könnte, sondern ich verspreche euch Content. Content, den ihr euch schon seit langer Zeit gewünscht habt, aber auch vielleicht Sachen, die ihr euch nicht gewünscht habt, die euch aber vielleicht Spaß bringen werden. Deswegen gibt's jetzt einen kleinen Teaser von dem, was kommen wird über die Feiertage, an Weihnachten und die Tage danach. Es wird zwar nicht jeden Tag ein Video geben, aber am 24.12., am 25.12. und am 26.12. gibt es auf jeden Fall ein Video. Da haben wir einmal die Top 10 der Spiele 2014. Die Spiele, die mir am besten gefallen haben, aber auch die Flop 10, die Spiele, die mir am wenigsten gefallen haben. Die großen Reihenfälle des Jahres und da hätte ich eigentlich eine Top 20 schon fast draus machen können. So viel war da los, so viel schon mal vorab. Und vielleicht kriegt ihr ja auch das ein oder andere Spiel, was in einer der beiden Listen auftaucht, hoffentlich in ersterer Liste. Und dann gibt es, wie gesagt, noch ein Video, nachdem ihr mich seit fast einem Jahr fragt. Das muss jetzt nicht zwingend an Weihnachten kommen, aber vielleicht so gegen Ende des Jahres. Wer weiß. Also bleibt bei meinem Kanal dran. Schaut da dann um die Weihnachtszeit jeden Tag mal rein. Ich versuche die Videos aus diesem Anlass, da jetzt eben die Feiertage anfangen, früher zu veröffentlichen. Normalerweise lade ich ja Sachen so gegen 18 Uhr hoch. Sonntag ist ja der feste Videotag. Dieses Video ist auch um 18 Uhr erschienen. Über die Feiertage kommen die Videos bereits um 15 Uhr. Die sind vordatiert, sodass ihr die gucken könnt. Am Nachmittag zwischen Familienverwandtschaftsessen und vielleicht abends weggehen mit Freunden oder sowas, dass ihr zwischendrin euch die Zeit für die Videos nehmen könnt. Und ich freue mich auf die Feiertage, ich hoffe ihr auch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr da Bock drauf habt auf meine Videos. Wie gesagt, da kommen jetzt einige Sachen nach. Ich freue mich, wenn ihr da alle reinschaut und mir Kommentare da lasst, die Sachen kommentiert, die Top- und Flop-Listen kommentiert. Die werden immer in jeweils zwei Teilen veröffentlicht. Also zwei Teile Top 10, also fünf Teile pro Teil und zwei Teile Flop 10, auch zwei, ne, ist klar, zwei Teile. Und dann, wie gesagt, noch das ein oder andere Video, auf das ihr lange gewartet habt. Was das sein wird, könnt ihr jetzt mal in den Kommentaren spekulieren und dann schauen wir mal, ob euer Wunsch wirklich wahr wird. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein frohes Fest, schöne Feiertage und einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht. Ich denke, da bringe ich am 31. noch ein Video dazu raus. Bis dahin, haut rein.